hast mich von meinen Feinden befreit, o Herr, mich über meine Gegner erhoben, dem Mann der Gewalt mich entriss. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitfeiernde, Kinder, Ministranten, Familien, erstes Gebot: Du sollst an einen Gott glauben. Eigentlich steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Stimmt das in unserem Leben? Gibt es da nur den einen? Oder gibt es nebenbei auch andere Götter, Götzen, die wir verehren, die Raum in unserem Leben einnehmen? Zu Beginn der Heiligen Messe wollen wir uns besinnen, nachdenken. Wo habe ich Gutes unterlassen? Wo habe ich Böses getan? Wo sind andere Götzen in meinem Leben sehr wichtig geworden? Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich uns. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du selber wächst in uns das Verlangen, dir zu dienen. Heilige uns durch Werke der Buße, erleuchte und stärke uns, damit wir treu den Weg deiner Gebote gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach König Nebukadnezar: Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr verehrt meine Götter nicht und betet das goldene Standbild nicht an, das ich errichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instrumente hört, sofort niederzufallen und das Standbild anzubeten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten. Auch aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Da wurde Nebukadnezar wütend, sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heizt. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Schadrach, Meschach und Abednego fesseln
und in den glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit ihnen in den Ofen hinabgestiegen. Der König Nebukadnezar fragte seine Räte: Haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Sie gaben dem König zur Antwort: Gewiss, König. Er erwiderte: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Cherubim thront, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Selig, die das Wort mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinschaft der Mitfeiernden, liebe Kinder, Familien, liebe Ministranten. 1812 war es in Österreich soweit. 1832 in Großbritannien, 1865 in den Vereinigten Staaten von Amerika und erst 1980, letzter Staat, in Mauretanien. Das Ende der Sklaverei. 1980 ist da relativ nahe. Das Ende der Sklaverei. Über Jahrhunderte, könnte ich sagen Jahrtausende, waren Sklaven ein Teil der Gesellschaft. Und es ist auch erschreckend, wie weit das heraufgeht, fast bis in unsere Zeit. Sklaven. Was ist ein Sklave? Der Duden sagt, Sklave ist ein Mensch, der in wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit ist und der als Mensch gleichsam Eigentum eines anderen Menschen ist. Das heißt, ein Objekt, das in den Besitz eines Menschen übergegangen ist, das im Besitz eines Menschen steht. Abhängigkeit und Eigentum. Sklaven, würden wir sagen, gibt es heute nicht mehr. Oder doch? Gibt immer noch Länder Sklaverei in einer anderen Form, unter anderem Namen, aber unter demselben Muster noch immer gängig ist. Denken Zwangsarbeit, wir denken vielleicht auch im Bereich von Prostitution, moderne Formen der Sklaverei. Aber gibt es sonst noch ein Sklave sein? Bei uns doch nicht. Wir sind doch frei, völlig frei. Wir sind doch keine Sklaven. Wir würden ähnlich antworten wie jene, die um Jesus sind im Evangelium. Wir sind doch keine Sklaven. Wir sind frei geboren. Was willst du von uns? Jesus zeigt noch eine andere Form der Sklaverei auf. Sklaven der Sünde zu sein. Aber wieso? Ich bin doch frei. Wieso soll ich ein Sklave der Sünde sein? Ich kann doch selber entscheiden. Ich entscheide doch selber. Sklaven der Sünde? Ja, wir entscheiden selber. Und je mehr wir uns gegen etwas entscheiden, zum Beispiel gegen die Gebote Gottes entscheiden, umso mehr denken wir, dass wir frei sind. Ich habe frei entschieden, bin unabhängig, brauche nicht auf das zu hören, meinen eigenen Willen, kann das selber machen. Das verstehen wir meistens unter Freiheit. Muss mich nicht an irgendwelche Normen halten. Und wir übersehen, Sünde bedeutet ja dieses Absondern, dieses Distanzieren, dass dieses Freisein dann oft bedeutet, wir distanzieren uns zum Beispiel von Gott, weil wir jetzt so frei sind. Übersehen aber oft, dass wir in eine andere Richtung abhängig werden, dass wir Sklaven der Sünde gleich sind, Sklaven des Abgesondertseins, ganz frei sind wir. Vielleicht als Beispiel oft im Bereich auch von Drogen, wenn wir das vergleichen, ja, fühlt man sich auch ganz frei an, keine Norm, kein Gesetz gehalten, weil ich kann das nehmen, wie ich will. Und selber merken, glaube ich, viele sehr spät diese Abhängigkeit, die viel schlimmer ist, als sich an ein Gebot, an ein Gesetz zu halten. Sklaven der Sünde. Das ist eine ganz neue Form der Abhängigkeit. Wir merken das, wenn wir gewisse Fehler machen, dass wir zwar uns am Anfang frei fühlen, aber dann immer mehr in eine neue Abhängigkeit geraten. Jesus Christus, und das feiern wir in wenigen Tagen, nächste Woche schon, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Zeichnet, spricht dann von der Wahrheit, die frei machen wird. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser Sklaverei herauszuholen.
um uns in diese Sklaverei hinein seine Hand entgegenzustrecken. Wir können uns von ihm herausziehen lassen aus dieser Sklaverei. Wir können uns von diesem Gott befreien lassen. Wenn wir schauen in die Lesung hinein, diese drei Männer wehren sich dagegen, in die Sklaverei des Götzendienstes hineinzufallen. Sie glauben an diesen Gott, der befreit, der rettet. Wir glauben auch an diesen Gott. Es ist Zeit, aufzuhören, Sklaven der Sünde zu sein und sich von diesem Gott befreien zu lassen, von Jesus, dem Sohn Gottes, der Weg, Wahrheit und neues Leben ist. Jesus befreit uns durch seinen Tod von unseren Sünden. Ihn bitten wir. Befreie alle, die in schwerer Schuld verstrickt sind, und schenke ihnen einen neuen Anfang. Wir bitten dich, erhöre uns. Befreie alle, die sich an andere Götzen gebunden haben, und ermutige sie, dir den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. Wir bitten dich, erhöre. Befreie alle, die unter dieser Epidemie leiden, und lass uns umdenken und unser Leben neu auf dich ausrichten. Wir bitten dich, erhöre uns. Befreie alle, die krank sind und Schmerzen haben, und gewähre ihnen Heilung. Wir bitten dich, erhöre uns. In Stille bringen wir unsere persönlichen Bitten vor Gott. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, heute und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es für uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er für uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen.
wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Alois und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit. Behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Für dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt. Zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heils. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich. Meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Vater hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes aufgenommen. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünde.
Ich lade Sie, liebe Mitfeiernde, nun ein, dass wir gemeinsam beten. Das Gebet, die geistige Kommunion um diese Sehnsucht, dieser Sehnsucht, dass Jesus jetzt in unser Herz kommt. Jesus, ich danke dir, dass du bei mir bist. Dass du mich begleitest jeden Tag, ganz unbemerkt. Jesus, ich sehne mich nach dir, dich in meinem Leben immer mehr zu erfahren, dir in meinem Leben immer größeren Platz zu geben. Jesus, komm in mein Herz, komm zu mir, du Weg, du Wahrheit, du Leben. Komm zu mir, damit ich den Weg zum Vater finde. Komm zu mir, damit ich die Wahrheit erkenne und aus ihr lebe. Komm zu mir, damit ich das Leben in Fülle habe. Jesus, komm zu mir und bleibe bei mir. Heute und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, sei uns Heilmittel gegen das Böse in unserem Herzen und Schutz in jeder Gefahr. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Mitfeiernde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder und Familie, liebe Minis, 2020, Ende der Sklaverei, vielleicht bei uns selber, das wäre schon an der Zeit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne, schütze und begleite, heile und stärke euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du die Herzen mit deiner Sanftheit. Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass wieder Normalität einkehren. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, aber auch, dass wir irgendwann sterben müssen und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein ewig bist. Wir vertrauen dir. Amen.